das nächste ist mir halt auch, sage ich jetzt schon mal, bevor ihr das seht, sage ich jetzt schon mal, ist mir zu langweilig. Ist halt nichts Besonderes. Mein iCrimex-Schriftzug und halt Bilder in den Hintergrund gepackt. Das kann ich halt selbst in 3 Minuten machen, ne? Es sieht gut aus, aber ist mir... Ist, finde ich, nicht so ein neues Kanaldesign, wie ich es haben will. So, warte mal, ich muss hier gerade den neuen raussuchen. So, das war der Suro. Ich leg ja auch die ganze Zeit daneben. Zack. So, der nächste. So. Ah ja, das war der, den wir schon mal hatten. Leute, das nächste Bild. Das nächste Bild auch ganz lost. Also, ich weiß nicht, wer das gemacht hat, wer denkt, dass das gut aussieht. Bruder, ist einfach eine Collage. Es ist nicht mal. Er hat nicht mal an die Maße gedacht. Er hat nicht mal an die richtigen Kanalbannermaße gedacht. Also, sag ich jetzt. Super, super Arbeit, dankeschön. Das war der liebe Apokalypto-KSX. Super, danke. Das nächste, was ich euch zeigen werde, hat Potenzial zu etwas Gutem. Es hat Potenzial zu etwas Gutem, ist aber leider nicht gut geworden. Sage ich euch jetzt schon mal. So, zack. Und zwar ist das hier. Was ich geil finde, diesen Stern hier, das hat er neu gemacht. Das neue iCrimex-Logo, das ist nichts, was es bis jetzt gibt. Das hat er neu gemacht. Das finde ich cool, dass er an was Neues gedacht hat. Also auch an ein neues Logo, das hat er auch nochmal einzeln mitgeschickt. Aber der Banner halt... Auch das Bild finde ich cool. Das kann man gerne integrieren. Finde ich sehr nice, dieses Cartoon-Bild, was es von mir gibt. Aber der Rest komplett langweilig mit dem Schwarz-Weiß. Also komplett langweilig. Finde ich ganz langweilig. Sorry. Finde ich ganz langweiliges Ding. Zack, zack. So, den nächsten hier. Ja, hier auch an der Stelle auch wieder eine Photoshop-mäßige Meisterleistung. Kappa. Digga, bin ich Knossi oder was? King Crimex hier. Also, naja, also, muss ich auch nicht viel dazu sagen. So, den hatten wir auch schon hier, warte mal. Oh, nee, warte, ich habe hier noch einen markiert, da habe ich mir jetzt im Nachhinein doch gedacht, den packe ich nicht mit rein. Okay, das nächste, was ich euch zeige, finde ich eigentlich ganz cool, Leute. Hat was, aber... Auch schlecht umgesetzt. Hat was, aber schlecht umgesetzt. Grafisch gesehen. Guck mal, Leute. Und zwar das hier. Eigentlich vom Aufbau her hat's was. Es sieht cool aus von den Farben. Mit dem Blau, Lila, alles und den Lampen. Es hat was, aber ist halt auch einfach Grafik. Guck mal, also ich weiß nicht, ob ihr das im Stream so seht, aber alles voll verpixelt. Glaube ich, auch die falschen Maße für YouTube. Hat auch schlecht gemacht, ne? Hat auch leider nicht so nice gemacht. Hat von den Farben her was cool, aber leider nicht so gut gemacht. So, das nächste hier. Das hat auch schon wieder... Hat mitgedacht, GTA, Fortnite, schön miteinander verbunden. Mich in die Mitte, aber... Grafisch gesehen halt leider auch Schmutz. Grafisch gesehen halt leider... Wo sind denn hier die krassen Grafiker, Leute? Muss ich eigentlich auch nicht zeigen, was ich jetzt gerade machen wollte. Ist doch irgendwie Schmutz. Ja, also, warte mal. Hier das nächste. Für das nächste gilt das gleiche, Leute. Wo sind hier meine krassen Grafiker? Wo sind meine krassen Grafiker? Guck mal, da, ich zeige euch mal was, Leute. Ich will euch mal was zeigen. Was jetzt einfach als Inspiration, falls der ein oder... Wie gesagt, es gibt ein Preisgeld von 200 Euro. Wer mir einen guten Banner schickt, 200 Euro, wenn ich den verwende. Ich zeige euch jetzt mal was ich gut finde. Und zwar, ne, man muss jetzt nicht nachmachen, aber vom Stil her, was ich voll gut finde, ist der Banner von Monte. Weil, guck mal, das ist so dieses irgendwie Real-Life-mäßig eingebaut, finde ich voll geil. Wenn ihr zum Beispiel mich da rein photoshoppen würdet, vielleicht mein Lambo. Mich vielleicht mit GTA-Hintergrund. Weißt du, wie ich meine? In die GTA, also mich mit meinem Lambo in die GTA-Stadt reingefotoshoppt. Vielleicht ein bisschen Fortnite-Sturm im Hintergrund. Sowas in der Art. Weißt du, wie ich meine? Sowas würde ich übelst feiern. Ich will so eine Mischung aus Real Life und Gaming. Nur als Anreiz. So. Wir machen weiter. So, hier auch nochmal Schmutz. Schmutz. Guck mal, ich zeige euch hier nochmal was. Auch nochmal ganz lost.
guck mal, das sind doch nicht mal die Maße für den Banner. Das sind doch nicht mal die Maße für den Banner. Ganz, ganz lost, manche Leute. Ich meine, ich freue mich ja. Manche, schau mal, ich weiß auch, ich habe viele jüngere Zuschauer, die haben es vielleicht Mühe gegeben, aber ich bin halt hier wirklich auf der Suche nach einem richtigen Grafikdesigner. So, hier ist zum Beispiel jemand, ich zeige euch jetzt einen Banner, er hat zumindest die richtigen Maße für einen YouTube-Banner verwendet, hat sich auch farblich dabei was gedacht, aber Bruder, bin ich eine Werbung für einen Stuhl? Ist mein YouTube-Banner eine Stuhlwerbung oder was? Einfach das Größte im Banner ist hier mein Stuhl im Hintergrund. Farblich passt, er hat sich was dabei gedacht, aber auch hier absolut schlecht mich ausgeschnitten, also absolut schlecht ausgeschnitten. So, wir schauen mal weiter. Oh mein Gott, Leute, das nächste Bild. Haltet euch fest. Was ist das für ein Banner? Was ist das für ein Banner, Leute? Und das Ding ist, er schreibt noch in dem Betreff geil, oder? Fragezeichen. Ganz los. So, nächster. Oh, nee, das muss ich mir jetzt auch nicht anschauen. Wo waren denn hier nochmal gute? Das Ding ist, hier war nochmal ein guter, Leute. Guck mal, den zeige ich euch nochmal. Der hat mir jetzt hier ein Logo gemacht. Das war jetzt nur ein Logo. Das ist an sich gut gemacht. Guck mal, das ist an sich gut gemacht hier, das Logo. Sage ich euch so, wie es ist. Das ist an sich ein gutes Ding. Aber, was wollte ich denn sagen? Ich weiß, ich glaube, er hat das halt nicht selbst gemacht. Ich glaube halt, er hat das nicht selbst gemacht. Weil überall dieses Place It irgendwie noch im Hintergrund ist, dieses Place It Logo. Ich glaube, das war schon ein vorgefertigtes Logo, wo er einfach meinen Namen reingeschrieben hat. Wisst ihr, wie ich meine? Deswegen, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht, dass es Selfmade war. So, dann haben wir natürlich jetzt hier nochmal einen ganz wilden am Start. Kappa, Jonas, herzlich willkommen als Ehrenmann. Das ist natürlich jetzt hier nochmal was ganz Wildes, Leute. 10 von 10, oder? 10 von 10, das Bild. Ich überlege gerade, ich habe hier noch ein paar, die ich aber immer überspringen, wo ich halt einfach... Ich muss ja nicht jetzt jedes... Ja, und das war es halt im Prinzip schon. Jetzt sind ja eigentlich nur noch schlechte Bilder. Das ist halt traurig, Leute. Das ist halt... Also, ich muss ehrlich sagen, was mich am meisten abgeholt hat... Wie ist denn der Typ nochmal, der mich am meisten abgeholt hat, der da 11 Stunden gemalt hat? Ich hab nämlich gerade die E-Mail verschlampt. Wie ist der Typ nochmal? Scheiße. Wie ist der denn nochmal? Guck mal, wie heißt der? 11 Stunden oder so. Irgendwas hat der da geschrieben. Ich hab 11 Stunden gemalt. Bis 11 Uhr abends. Wie ist der? Ah ja, hier, ich hab ihn. Ich muss Real Talk sagen, Leute. Ich muss Real Talk sagen, den hier fand ich bis jetzt mit am besten. Den hier fand ich wirklich bis jetzt mit am besten. Diesen Banner. Das ist das. Also ich bin leider echt nicht so zufrieden von meinem Banner-Wettbewerb. Ich dachte, da wären so ein paar mehr krasse Designer mit drin. Vielleicht muss ich auch das Preisgeld erhöhen. Vielleicht jetzt hier über YouTube fühlt sich der ein oder andere angesprochen, der Grafikdesigner, der ein oder andere, der das kann. Ich weiß nicht. Wie gesagt, ich zahle 200 Euro. Aber das fand ich noch mit am besten, weil das war so von Herzen. Wisst ihr, wie ich meine? Mylin dabei, Stani dabei, mein Creator Code, GTA, Fortnite. Das kam wenigstens so von Herzen, Leute. Da geht doch aber noch mehr, Leute. Naja. Das so viel dazu. Also ich glaube, ich habe mich jetzt bis jetzt für niemanden entschieden. Ich sag's so, wie es ist.